Hallo Leute, willkommen hier zurück bei Riot Civil Unrest. Weiter geht es. Heute will ich mal in die Geschichte reinschauen. Und wenn ich das vorhin schon richtig gesehen habe, gerade offscreen, ist das. Hier sind wir in Ägypten, hier in Griechenland, hier wieder in Italien. Haben wir schon gemacht, deswegen nehme ich jetzt hier einfach mal Keratea, tatsächlich. Okay, wir nehmen jetzt einfach Ägypten. Was? Polizei ein. Was heißt denn das? Ah, das ist. Das sind wieder die Aufrührer, das ist jetzt die Polizei. Ich nehme natürlich wieder die Demonstranten. Ach, guck mal. Wer kennt es nicht, als Griechenland pleite war? Einer riesigen Müllhalde, 6 Kilometer von Keratea, einer kleinen Stadt südöstlich von Athen, obwohl sie das. Zustimmung der Bewohner der Stadt nicht erhalten konnte, die Zustimmung, setzte die Regierung die Pläne um. Im Dezember 2010 wurde die MAT-Polizei nach Keratea und die... Ups, hä, wieso geht das so schnell weg? Okay, dann die Baustelle, die Autobahn... Ein Guerillakämpfer gegen den Staat wird... Ah ja, jeder Bürger wird zum Guerillakämpfer. Guerilla. Aber was? Flaggen an... Krass, was soll... Was? Flaggenanzahl? Sehr viele. Keine, da werden ja immer... Eine Flagge nehmen wir mal, oder? Guck mal, das werden weniger Leute dadurch. Defensive Ausstattung. Vorsichtig geschützt. Gepanzert! Guerilla! Schutzlos. Aufteilung der Menge. Diamant. So formmäßig, oder wie meint ihr das? Ich würde sagen, wir gehen hier auf... Geschützt. Wir sind etwas geschützt. Wir sind wenige und geschützt. Und wir haben hier... Oh, noch mehr. Sozial. Ruft Hilfe über Soziale. Das ist geil. Feuerwerkskörper. Was ist denn da überhaupt oben drin? Was ist das für ein Teil? Das ist ein Molotow-Cocktail. Komm, Feuerwerkskörper nehmen wir mit. Das ist noch nicht übersetzt. Aber das gibt einen Boost. Und sorgt auch für Disziplin. Ah, ich weiß nicht. Steine im Rucksack. Komm, jetzt geht's los. Da bin ich gespannt, das wird lustig. Albert Einstein. Ja, vor... Achso, kann ich schon starten. Ja, das Spiel braucht ja wohl nicht viel Ladezeit. Wieder geil, die Grafik. Keratea. Es wird dunkel und es geht los. Da ist das schon Action. Ich habe noch gar nicht angefangen. Und die haben keine Räumpanzer, die Polizisten. Die nehmen immer irgendwie einen örtlichen... Ja, ein örtliches Bauunternehmen und dann muss der Baggerfahrer ran. So, jetzt kommt der Mob. Geil. So, dass die Matte das Ende der Straße erreicht. So, hier Leute, erstmal nach vorne. Aber wartet, ich muss wieder Rechtsklick machen. Das Ende der Straße, wir müssen die einfach nur abdrängen. Kann ich hier eigentlich Gegenstände nehmen und die da hinschmeißen? Also Barrikaden bauen direkt. So. Wir schmeißen mal so ein paar Feuerwerkskörper. Oh. Die schießen doch zuerst. Und? Bam. Los. Hier. Kesselt die ein. Oh, geil. So, was machen die? Stellung halten, ganz wichtig. Genau hier. So, hier unten aber noch eine Gruppe. Die schieben wir direkt nach. Ach so, da braucht friedliche Gruppen. Was sind denn keine friedlichen Gruppen? Die hier, ne? Oh nein, die drücken! Alter, kommt da ein Flugzeug oder was ist los? Stellung halten!
Oh, Wasserwerfer kommt. Nein, halten! Los, schmeiß da hin. Na gut, da ist blöd. Können wir denn echt keine Steine werfen? Oh mein Gott. Nein, bleib da, bleib da, bleib da. Ihr. Oh, jetzt. Alter, jetzt ist, was ist denn hier los? Ach so, die rennen da von dem Tränengas weg. Und da sind schon welche durch. Aber das ganze Geschehen läuft noch hier. Aber ich kann auch nicht irgendwie mit den Pfeiltasten hier hinten hin. So, wir müssen jetzt mal gucken. Die haben wir noch. Los, schmeiß doch mal Steine. Dann lauft halt dahin. Oh nein, hier unten, hier unten, hier unten. Und nachrücken, Leute, nachrücken. Am besten ihr kesselt die hier schön ein. Jawoll! Hahaha! Oh, da schießen die instant zurück. Krass. So, halten. Und hier halten. So, wir holen mal Hilfe. Okay, da kommen jetzt welche zur Hilfe. Vor allem die, die können doch noch was werfen hier. Verstehe das nicht. Wer kann dann hier einen Molly werfen? Kann man das eigentlich auch so mit... auf die Autos? Oder können die nicht so weit werfen? Das war ein... nee. Das war ein Feuerwerkskörper. Ja, blockiert! Yeah! Das ist so undurchsichtig noch ein bisschen, wie das funktioniert. Festgenommene. Boah, krass. Gefangen. Man kann auch Polizisten gefangen nehmen. Das heißt Zeitung. Das ist seltsam. Ich scrolle hoch, um nach unten zu scrollen, das Bild. Autsch. Schwarzer Dienstag. Indignados Campagna. Ach so. Okay, wir gehen mal zurück. Was gibt es jetzt? Geschichte. Ah, das habe ich jetzt freigeschalten. Wo sind wir hier? Spanien. Einfluss auf die Politik und die Welt. Ich weiß noch, wo das damals in Spanien auch so losging, wo die ja dann nach Griechenland betroffen waren von der Euro-Krise so hart. Und da dann auch Sparmaßnahmen angekündigt wurden, gab es, glaube ich, eine Live-Cam. Da habe ich immer mal so reingeguckt, weil die sich da auch versammelt haben. Ah, warte, warte, es gab doch hier... ah, guck, genau, schwarzer Dienstag. Dann machen wir doch erstmal Keratea fertig, hier mit einem Stern. Hier oben kann ich immer noch nicht aufteilen. Drei Gruppen. So, was ist das denn? Laserpointer. Krass. Das ist aber gar nicht so verkehrt. So, wir haben China-Molotow. Oh, krass, das ist ja gefährlich. Ja gut, alles irgendwie. Mega. Ich glaube, soziale... das kann immer hilfreich sein. So, geschützt. Gepanzert. Nein, wir nehmen geschützt. Wir nehmen mal einige. Ich weiß nicht, was die Flaggen genau bedeuten. Es ist halt nichts erklärt. Und es ist halt auch noch eine Beta. Man sieht jetzt zum Beispiel, dass das einfach so ein schwarzer Pfeil ist. Und egal. Glaube ist, den ersten Schritt zu tun, auch wenn man die ganze Treppe noch nicht sehen kann. Martin Luther King. Bum, 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 bum. Ey! So, wer hat angefangen jetzt? Also chronologisch von der Sequenz jetzt die Polizei. Hä? Eine Schubkarre oder was?
Und Steine. Nein, da was? Mollys in der Schubkarre? Anarchisten! So. Halte die Stellung. Ja, dann haltet sie auch. Direkt mit dem Laserpointer rein. Damit wir nachrücken können. So, habe ich jetzt alle hier vorne an der Front? Oh, jetzt werden sie aber schon Stellung halten. Nein, ich drücke mal dann weg. Hier, jetzt kloppen sie schon ordentlich rein, die Polizei. Ja, ich koordiniere das auch irgendwie blöd. Los, ran da mit dem Laserpointer. Boah, ich habe gar keine Kontrolle gerade. Los, drückt. Hier oben drücken. Nach unten. So, genau. Jawohl, wir drängen sie langsam wieder zurück. Aber die haben auch Nachschub. Los, pushen, Gesänge. Oh mein Gott. Wir brauchen Hilfe. Nein, Mann. Die Stellung halten. Ich drücke nach vorne und die rennen immer wieder zurück. Sehr cool, wenn man hier irgendwie einen Mob durchbrechen kann. Oh, jetzt bin ich schon extrem provokant gewesen. Das wird knapp. Hilfe! Nein! Geht, warum? Ich verstehe es nicht. Los! Und halten an der Stelle hier direkt. Ah! Ich komme nicht mehr ran. Und halten. Ich bin gewaltsam, wir sind friedlich. Jetzt, ne? Ja. Ist halt krass. Hilfe nochmal. Ey, sobald ich nach Hilfe rufe, drücken die zurück. Los! Auf die Barrikaden! Ja, genau, auf die eigenen Leute schießen die da hinten. Mit euch los. Das nächste Mal nehme ich Geschütz. Los, drücken! Was ist denn hier los? Da war irgendwie... Genau. Keine Ahnung, da war irgendwie was Seltsames. Stellung halten! Los, noch eine Minute! Anderthalb. Ja, genau. Man muss wohl friedlich bleiben. Aber auch dann kommen die ja sofort und drücken. Mein Gott, das ist ja halt deren Job. Aber wir haben auch einen Job. Hier, immer in die Lücken müsst ihr rein, Leute. Hier, komm. Jetzt bin ich doch friedlich irgendwie. Ah, mit Doppelklick laufen die schneller dahin. Durch. Genau, nein, jetzt wird hier oben dafür wieder durchgebrochen. Und Stellung halten. Da. Stellung halten ist vor allem, da halten die halt die Hände nach oben. Ne? Oh, jetzt haben sie eine schöne Kette gebildet. Was haben die denn geworfen?
So, das müssen wir aber schaffen. War auf jeden Fall schon schwerer gerade. Ja, ihr könnt hierher. Genau, schön auseinanderreißen. Komm, lauf da einfach mal hier hinten durch. Hä, warum laufen die nicht weiter? Weiß nicht, ob das klug war jetzt. Ja, erfolgreich besetzt. Aber es ist halt schwierig. Klar ist, was ist das denn? Hä? Greece? Wir waren doch in Spanien. Ah nein, wir sind ja noch in Griechenland. Laserpointer. Mattia Bordello. Okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich einen, der die krassen Waffen nutzen kann. Dann gehen wir mal zurück. Und ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und sehen uns im nächsten Part. Wenn es euch gefällt, gebt einen Daumen nach oben und haut drin. Bis dahin. Tschüss.